Währungsreich ist das Leben eines Bergbauern. In schneereichen Wintern ist er nicht selten wochenlang von der Umwelt abgeschnitten. Kaum besser ergeht es Peter Oester, der mit seiner Familie in einem abgelegenen Gehöft im Berner Oberland wohnt. Indes, Peter Oester betreibt einen seltsamen Nebenberuf. Er ist der erste und bisher einzige diplomierte Kuhskilehrer der Schweiz. Skilauf, erklärt der pfiffige Oberländer, ist bei Kühen und Rindern ein ungenauer Ausdruck. Was meine Schützlinge betreiben, ist eher ein Hangfahren und Gleiten im Tiefschnee. Die Skis für das Vieh sind Eigenkonstruktionen Oesters. Querverstrebungen zwischen den beiden Latten sowie haltbietende Skischuhe schützen das Tier vor Stürzen und Verletzungen. Dieses Kalb scheint sich auf die bevorstehende Skistunde mit Peter Oester und seinem Sohn zu freuen. Der Bergbauer ergriff seinen ausgefallenen Nebenberuf Mitte der 50er Jahre aus Notwendigkeit und Selbsthilfe. Oft kommt es vor, dass das Vieh auf den Sommerungsweiden durch unerwarteten Wintereinbruch eingeschneit wird. Statt der üblichen 1,5 bis 2 Stunden benötigen die Tiere einen ganzen Tag, um die tiefer gelegenen Hütten, sogenannte Stafeln oder gar das Winterquartier zu erreichen. Skis erleichtern den Alpabzug. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, das ist hier, hat es manchmal 2 Meter bis 2,60 Meter Schnee. Dann nimmt man halt die Ski und stellt die Kälber drauf. Manchmal muss man mit einem Kalb zum Tierarzt. Auf zur zweiten Abfahrt, diesmal mit nur einem Helfer. Wie viele Kühe und Kälber haben schon gelernt, Ski zu fahren? Ja, das habe ich aufgeschrieben in meinem Notizbuch, so circa 35. Was nur talentierten Tieren zugemutet werden darf, die Abfahrt allein, ohne menschliche Hilfe. Na, klasse! Fast wie Russi! Wunderbar, danke. Wie sind Sie zufrieden mit dem Erfolg? Da bin ich ziemlich gut zufrieden. Es gibt auch Kälber, verschiedene Kälber, die lernen es nicht so ring auch wie die Menschen. Die Menschen lernen es auch nicht alle gut, das Skifahren. Do it! Do it! Come on, come on!